Gut, damit herzlich willkommen zum Hackabschor-Fan-Talk, unser vorletztes Heimspiel. Heute gegen die Zweitvertretung vom SC Freiburg, äußerst erfreulich, weil die sind Tabellenzweiter. Wir haben die 1:0 in die Schranken gewiesen und einer, der einen großen Anteil heute daran hatte, ist mit dabei, unsere Elf, Fabi Greilinger. Habe die Ehre. Servus, hi. Du hast gerade zu mir gesagt, das sind ja Kinder da, deswegen kann ich es nicht ganz wortwörtlich mitgeben, aber du hast gesagt, bin ich halt platt. Kann man sich vorstellen, zum einen waren es natürlich frühlingshafte oder fast sommerliche Temperaturen und du hast auf deiner Seite ganz schön was wegzuverteidigen gehabt. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, aber wie hast du die 90 Minuten erlebt? Das war schon einiges an Arbeit für euch hinten in der Verteidigung. Ja, ich würde sagen, das ist so, Freiburg ist die beste Mannschaft eigentlich so ziemlich in der Liga und ich glaube, wir haben das halt ziemlich gut wegverteidigt. War ein geiles Spiel hinten, haben uns alle elf auf dem Platz voll reingehaut und deswegen ist auch am Schluss hinten die Null gestanden. Das kann nur nicht nur die Verteidigung richten, sondern da braucht es alle auf dem Platz und dann haben wir die 3 Punkte daheim behalten und das war schon geil im Stadion. Wie du gesagt hast, das dritte Mal zu Null jetzt zu Hause gespielt. Das ist natürlich Balsam auf die etwas geschundene Löwenseele aktuell, weil es ja doch immer ein bisschen wechselhaft war diese Saison. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, als Fan fragt man sich, ja, wie kommen die Jungs jetzt so im vorletzten Spiel auf den Platz? Hauen die nochmal alles raus gegen einen echt guten Tabellenzweiten oder lassen es die so ein bisschen auslaufen? Ich meine, das Ergebnis ist bekannt, Gott sei Dank. Ihr habt erste Variante gewählt, aber habt ihr ja gesagt, zu Hause keinen Millimeter Grashalm abschenken? Ja, ich glaube, es ist immer, sobald der Schiedsrichter abpfeift, da haut jeder alles hier raus, weil wegen dem spielen wir Fußball, weil es uns Bock macht, weil es uns Spaß macht und nicht, weil wir da drauf auf dem Rasen stehen, weil wir müssen oder weil wir dazu gezwungen werden, sondern weil wir einfach Bock haben zum Kicken und vor allem vor dem ausverkauften Stadion, da macht es nochmal mehr Bock. Also da wird nichts ausgelaufen, da wird in jedem Spiel alles hier reingehaut, was wir haben. Ja, waren halt tatsächlich idyllische Verhältnisse, weiß-blauer Himmel, ausverkaufte Bude. Stimmung war sehr gut, finde ich. Also ich glaube, es hat Spaß gemacht. Für dich gab es einmal großen Szenenapplaus vor der Stehhalle. Hast du das mitbekommen, bei welcher Szene? Ja, ich glaube schon, das war, wo ich nur nachgelaufen bin und dann da, ich glaube, ein Einwurf für die hinten bei der Eckfahne nur so ein bisschen erzwungen habe und nicht den Ball da weggeschenkt habe zum Abstoß. Genau, es war eigentlich ein bisschen ein verlorener Ball, aber man hat gesehen, der Elfer wie ein Turbo da an der Stehhalle vorbei. Und tatsächlich gab es ja dann ganz vorne an der Eckfahne dann Einwurf, also da gab es großen Applaus. Kriegt man das als Spieler mit? Ja, freilich, das kriegt man dann schon mit und das freut dann schon ein Stück weit, weil ich meine, davor bin ich ja den Sprint angezogen und habe die Hoffnung gehabt, dass ich irgendwas bewirken kann und ja, natürlich war es dann umso schöner, dass wenigstens ein bisschen was rausgekommen ist dann. Ja, ein bisschen ist untertrieben, ist ja sehr bescheiden, das ist also in der Situation einfach wichtig. Es sind ja also Szenen, wo die Mannschaft, glaube ich, merkt, es ist nur alles auf dem Platz und auch die Fans merken das natürlich. Ganz, ganz wichtig, aber glaube ich für unser letztes Heimspiel gegen Waldhof, für viele ist das letzte Spiel im Löwendress, für dich Gott sei Dank nicht. Es gibt auch ein paar Jungs, die danach die Karriere beenden, also wir hoffen alle, dass ihr das mit einem Heimsieg gegen den Waldhof die Jungs noch verabschiedet. Ja, das hoffe ich auch und es ist natürlich schade, dass ihr da jetzt halt einige Niederbayern oder der Mesch und der Lexi bei Bayern verabschieden. Es tut natürlich schon ein bisschen weh, aber natürlich auch für die anderen Spieler, die was womöglich den Verein verlassen werden, ist das letzte Heimspiel. Und ich meine, es gibt schlechtere letzte Spiele als unterm Flutlicht bei ausverkauften Stadion gegen Mannheim, was auch nur eine gute Mannschaft ist. Ich glaube, das wird ganz cool. Ja, da freuen wir uns drauf. Schöne Schlussworte von Fabi Greilinger. Wir wollen gemeinsam mit euch beim Hackabschor-Fan-Talk, da spritzt, anstoßen. Jeder nimmt sich gerne ein halbes Bier zur Hand oder was er auch immer hat. Und dann sagen wir gemeinsam mit euch, auf die Löwen, auf die Löwen, auf die Löwen. Prost. Vielen Dank. Ein schönes Wochenende. Prost.